Es geht los. Ihr habt das Schiffshorn gehört. Wir verlassen Bremerhaven und wir sind wieder einmal auf einem meiner Lieblingsschiffe, der Astor. Magnete, die ich hoch oder runter verschiebe, um damit den Kompass so zu beeinflussen, dass er wieder richtig geht. Und der Kompass funktioniert jetzt wieder, dank Ihnen. Und jetzt geht er wieder. Dann will ich mal hoffen, dass wir den richtigen Weg finden in Richtung Kirkwall, Schottland. Ersten Seetag auf der Nordsee bei Sonne und strahlend blauem Himmel möchte ich nutzen, Ihnen das Schiff zu zeigen, und zwar die Außendecks, denn das Wetter lädt einfach dazu ein, Ihnen das zu zeigen, was für die Astor so besonders ist, nämlich die großzügigen Deckflächen. Zum Beispiel hier auf dem Bootsdeck findet jeder garantiert auch bei windigem Wetter ein Plätzchen, um sich vielleicht mit einer Decke einzukuscheln, das Lieblingsbuch zu lesen oder einfach nur die Seele baumeln zu lassen beim Blick übers Meer. Ganz oben, ganz vorne am Schiff hat man gerade an Seetagen eine besonders schöne Aussicht, denn man sieht die unendliche Weite, in die man sich hineinbewegt mit dem Schiff. Man kann vorne sehen, wie das Schiff in See sticht und wie sich die Wellen brechen. Das mag ich besonders, und an warmen Tagen kann man hier sogar liegen. Für die Sportlichen gibt es hier oben einen 220 Meter langen Joggingparcours, den man umrunden kann, je nachdem wie fit man ist und wie lange man es schafft. Nicht nur joggen kann man hier oben, es gibt auch ein Volleyballfeld, dort kann man auch Fußball spielen oder Basketball. Alles das, was man machen möchte an Seetagen, wenn man nicht nur auf dem Sonnenliegestuhl relaxt. Eine weitere Besonderheit hier auf der Astor ist die offene Gestaltung des Hecks in drei Ebenen. Hier kommt der Yachtcharakter dieses Schiffs besonders gut zum Ausdruck. Einmal hier auf den großzügigen Sonnenliegeflächen, aber auch eine Etage tiefer an der Hansebar. Hier kann man sich aufhalten, einen Drink genießen. Hier wird beispielsweise auch der Willkommenscocktail gereicht. Eine Etage tiefer ist der Außenbereich des Überseeclubs, des Buffet-Restaurants, wo wir auch gerne draußen speisen. Und wer mag, kann sich auch ganz hinten am Heck einfach nur auf dem Liegestuhl entspannen. Bitte begrüßen Sie mit mir unseren Kapitän Emanuel Psarakis und seine Offiziere. Meine Offizieren und Mannschaft begrüße ich Sie auf der Astor. Wir wünschen uns, dass Sie sich während dieser 15 Tage an Bord wie zu Hause fühlen. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Erholen Sie sich hier und wir drücken auf eine gute Reise. Und immer eine ruhige See. Prost! Gerade haben wir den Kapitän kennenlernen dürfen. Jetzt sind wir in der Astor Lounge, dem Wohnzimmer der Astor. Hier finden abends Empfänge statt, die Show oder auch das nachmittägliche Kuchenbuffet.
Wir haben den Norden Schottlands erreicht. Wir sind auf den Orkney-Inseln. Das sind kleine Inseln vor der Küste, sehr zerklüftet. Hier leben nur wenige Menschen. Der größte Ort auf der Insel Mainland liegt hinter mir. Das ist Kirkwall. Eine große Kirche dominiert den Ort. Den kann man als Kreuzfahrer entweder zu Fuß erkunden oder man fährt etwas weiter raus. Hier gibt es ein paar Steinzeitorte zu erkunden. Das T-Shirt-Wetter ist ausgebrochen. Wir lassen Orkney hinter uns und stechen in Seen Richtung Nordatlantik. Und es ist so warm hier im hohen Norden, dass wir erstmal die warmen Strumpfhosen wieder einpacken konnten. Und ich habe tatsächlich mein T-Shirt, meine Sonnenbrille und die Sonnencreme rausgeholt. Der Überseeclub ist das Buffet-Restaurant auf der Astra. Hier kann man alle Mahlzeiten einnehmen, vom Frühstück über das Mittagessen bis zum Abendessen. Hinten kann man sehr schön draußen sitzen bei schönem Wetter. Man kann sich die Teller mit rausnehmen. Ansonsten gibt es hier alles von der Vorspeise über ein großes Salatbuffet. Natürlich mehrere Hauptspeisen, Fleisch, Fisch, aber auch Gemüse. Oft gibt es Reis oder Kartoffeln als Beilage. Und es gibt auch gerne abends mal ein Special. Hier und da Tartar oder ein Wokgericht. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, sind auch die Desserts. Nach einem entspannten Seetag sind wir in Island. Island liegt im Nordatlantik und grenzt an das Polarmeer. Es ist eine einzigartige Insel, geprägt von bizarren Lavaformationen. Ein besonderer Ausflug auf Island für Kreuzfahrer ist die Golden Circle Tour, die an den Highlights des Landes vorbeiführt. Auf dem Weg liegen zum Beispiel dieser Þingvellir-Nationalpark. Hier treffen die eurasische und die amerikanische Kontinentalplatte aufeinander, aber sie kommen sich nicht näher, sondern sie driften auseinander. Das kann man in einer Felsspalte sehen und wer mag, kann sogar darin tauchen. Das mache ich aber heute nicht, sondern wir werden noch weiterfahren zum Geysir, der allen Geysiren der Welt seinen Namen gegeben hat. Zuständig für die Gäste. Die stehen an erster Stelle. Der Gästewunsch ist mein Fehl, so in etwa. Es gibt immer ein paar Gäste, die, ja, würde ich sagen, laufen so nebenher. Die sind einfach wunschlos glücklich. Die kommen dann auch nicht bei mir vorbei. Die sagen am Schluss, das war ganz toll, vielen Dank. Und andere haben kleine oder größere Wünsche und die versuchen wir sofort umzusetzen oder zumindest zu gucken, was können wir tun, dass diese Gäste dann auch zufrieden und glücklich sind. Ja, und die schönste Zeit des Jahres bei uns verbringen. Auf diesem Seetag im Nordmeer kommt Neptun mit seinem unheimlichen Gefolge an Bord. Und es folgt eine seemännische Tradition, die Polartaufe für alle Mitreisenden, die das erste Mal den Polarkreis überqueren. Neptun, der Herrscher aller Meere, ist an Bord von der Welt Astor. Und möchte, dass alle unwürdigen Erdenbürger zum Pooldeck kommen und ihm seine Aufwartung
machen. Ihr habt die große Ehre, euch auf unserem Element zu befinden. Einige von euch haben uns auch schon, wie es sich gehört, ihren Tribut gezeigt und uns gehörig geopfert. Ich taufe dich auf den Namen Flutschiger Mondfisch. Wenn das Wetter draußen aber nicht so schön ist, trifft man sich in der Astor Lounge. Hier gibt es eine Teestunde, zu der es Kaffee und Tee kostenlos am Nachmittag serviert gibt. Dazu wunderbare Torten, die wirklich nicht nur lecker aussehen, sondern auch ziemlich gut schmecken. Sonniger Nachmittag im Polarmeer bei 8 Grad und frostigem Wind. Trotzdem stehen wir hier vorne und schauen uns die Passage der Insel Jan Mayen an. Das ist eine ganz abgelegene Insel im Nordmeer in Richtung Grönland, zwischen Island auf unserem Weg nach Spitzbergen. Sie ist unbewohnt. Das ist sehr beeindruckend, wenn auch sehr, 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 sehr kalt. Wenn es draußen eisig kalt ist, ist das genau der richtige Moment, um das Schiffsinnere zu erkunden. Heute möchte ich Ihnen das Promenadendeck vorstellen. Und zwar ist es hier eindeutig, die Astor steht im Zeichen der klassischen Kreuzfahrttradition. Überall findet man in den Räumen, die geprägt sind von dem edleren Mahagonifurnier, auch klassische Seefahrtaccessoires. Dazu zählen Teue und Seile, genauso wie dieses Steuerrad hier, was mitten in einer Bar im Captain's Club steht. Hier auf dem Promenadendeck gibt es nicht nur die Bar, sondern auch zwei äußere Gänge, auf denen sich das gesellschaftliche Leben abspielt. Hier sitzt man, um ein Buch zu lesen, mit Blick nach draußen, wenn es draußen zu kalt ist. Oder man nimmt noch einen Drink ein, bevor es zum Gala-Dinner ins Waldorf-Restaurant geht. Hier befindet sich auf diesem Deck auch die Astor Lounge. Auf der Astor spielt sich eben alles in diesem kleinen Bereich ab, denn die Astor ist ein verhältnismäßig kleines Schiff. Dies trägt zu der familiären Atmosphäre an Bord bei, denn Stammgäste und Crew fühlen sich hier wie eine große Familie, denn auf diesem Schiff verläuft man sich nicht so einfach, sondern man trifft sich einfach immer wieder. Somit bietet die Astor eine Übersichtlichkeit, die Kreuzfahrer schätzen, die diese familiäre Atmosphäre mögen, aber trotzdem genug Abwechslung, um den ganzen Tag ein Programm zu haben. So kommt man zwischen den Mahlzeiten gar nicht dazu, um nach draußen zu gehen, wenn man sich zwischen Sudoku, Norwegischkurs, Malkurs und Fotokurs entscheiden muss. Hallo, guten Morgen. Ja, mein Name ist Christian Schwangel. Ich bin der Hoteldirektor hier auf der MS Astor und auf diese wunderschönen Reise nach Spitzbergen. Wir freuen uns schon alle, bis wir morgen ankommen. Wann werden wir morgen ankommen in Spitzbergen? Und ja, ich habe 1987 angefangen, auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten und bei anderen Reedereien zuvor war ich auch tätig. Und es freut mich ganz besonders, dass ich auf der Astor seit Januar dieses Jahres arbeiten kann. Also Astor ist von der Größe her ein sehr kompaktes Schiff und ein richtiges Schiff. Für heutzutage sieht man ja auf den Weltmeeren die großen Riesenschiffe, die eigentlich diesen Charakter gar nicht wahrnehmen können, eines richtigen Kreuzfahrtschiffes. Und die Astor hat einen klaren Vorteil diesbezüglich. Man kann mit den Passagieren viel näher in Kontakt treten, viel öfter in Kontakt treten. Die Passagiere fühlen sich wohl und es fühlt sich alles an wie eine große Familie. Wind weht und wir sehen die spitzen Berge
von Spitzbergen direkt vor uns. Im Moment sind wir auf dem Weg nach Ny-Ålesund und wir manövrieren uns vorbei an den Gletschern und vorbei sogar an Eisbergen, auch wenn sie noch so klein sind aus unserer Perspektive, an die Pier dieser Siedlung auf dem arktischen Archipel, das ganz, ganz weit hoch im Norden liegt. Wie ihr seht, bin ich warm eingepackt und das ist auch wirklich nötig, weil es ist bitter, bitter kalt, aber total beeindruckend. Das heimliche Highlight unserer Kreuzfahrt ist Ny-Ålesund auf Spitzbergen. Das hier ist eine internationale Polarforschungsstation. Im Winter, wenn hier niemals die Sonne aufgeht, leben hier nur 20 Menschen. Im Sommer sind es mehr und dazu kommen die Kreuzfahrer, die diesen nördlichen Punkt lieben, um von hier beispielsweise ihre Postkarten abzusenden. Denn hinter mir liegt das nördlichste Postamt der Welt. Wer möchte da nicht den Stempel und eine Briefmarke haben? Außerdem gibt es hier im Ort einen kleinen Souvenirshop. Man kann auf den geführten Wegen gehen und einfach die wahnsinnige Natur genießen. Wir liegen vor einem großen Eisfeld, Gletscher sind zu sehen. Und wer Glück hat oder Pech, je nachdem wie man es nimmt, trifft auch einen Eisbären. Wir sind noch keinem begegnet und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube, ich freue mich mehr darüber, als dass ich traurig bin.
Wir haben Spitzbergen hinter uns gelassen und sind auf dem Weg in Richtung Süden. Ein Stopp in Honningsburg mit Ausflug zum Nordkap und einer Party am Abend läutet unseren Weg weiter in Richtung Süden ein. Der legendären Eismeerkathedrale. Wochen geht unsere Reise mit MS Astor zu Ende. Zurückbleiben, eine neu entdeckte Liebe für dieses klassische Kreuzfahrtschiff mit seinem familiären Charme und unvergessliche Eindrücke aus dem Nordmeer. Von den einzigartigen Orkney-Inseln zu der faszinierenden Landschaft auf Island bis hin zu dieser wunderschönen Natur auf Spitzbergen. Den letzten Abend beschließen wir mit dem Gala-Dinner im Waldorf-Restaurant und der legendären Eisbombenparade.